Dem erfahrenen, gewaltig nachhaltig Zuschauer dürfte beim Anblick dieser Kurven dasselbe direkt in den Kopf schießen, wie es mir auch passiert ist. Und zwar der Gedanke, da fehlt doch was. Ja, und was da fehlt und wie wir es wieder hinbekommen haben, das wollen wir euch im heutigen Video zeigen. Wenn euch das interessiert, bleibt dran und damit moin und herzlich willkommen bei Gewaltig Nachhaltig. Und das hier ist der Anblick, der sich mir dann im Keller geboten hat. Ich bin natürlich gleich runtergegangen, um zu gucken, ob da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und hier sehen wir, der zweite Wechselrichter ist aus. Der ist nämlich für unsere neue Anlage zuständig, die 8,5 Kilowatt Peak. Die hängen an dem Sunny STP 6.0 und der hat einfach seinen Dienst verweigert. Und warum mir das erst nach 3 Tagen aufgefallen ist, das wollen wir uns jetzt mal ansehen. Und wie wir hier sehen, am 16.11. war noch alles in Ordnung. Hier haben wir die gelben Strings, die beiden, das sind der Ost- und der Weststring unserer Bestandsanlage. Und die lilanen, das sind einmal der String der Dachanlage und einmal der String der Carportanlage von der neuen Anlage. Und hier ist noch alles in Ordnung. Und wenn wir jetzt mal auf den 17. rüber wechseln, dann fehlen plötzlich die Strings der neuen Anlage. Und die fehlen am 18. genauso. Und am 19. fehlen sie auch noch. Und jetzt können wir uns mal ansehen, in der Energiebilanz, was da los ist. Dafür gehen wir hier mal auf den Monat, gucken uns den November mal an. Und da sehen wir hier am 16., was war am 16., da war echt schlechtes Wetter. Also es ist nicht nur, weil die neue Anlage hier weg war, sondern hier sieht man auch, dass wir echt schlechtes Wetter hatten. 1,58 Kilowattstunden, am nächsten Tag nur 1,44 und danach 2,16. Und am Samstag, als mir das Ganze aufgefallen ist, da wurde das Wetter schon wieder ein bisschen besser, da waren wir bei 4,41 Kilowattstunden und da war ich schon so ein bisschen stutzig, dass die Anlage so wenig produziert hat. Das ist mir an den 3 diesigen Tagen halt überhaupt nicht aufgefallen. Naja, und dann habe ich halt in die Analyse Pro reingeguckt und habe dann gesehen, was da los war und wie wir den Fehler aber beheben konnten, das besprechen wir jetzt mal. Wechselrichter aus von einem Tag auf den anderen. Bug oder Feature, fragen wir uns da. Naja, was habe ich gemacht? Ich habe natürlich erstmal geguckt, den Wechselrichter ausgemacht. Der hat an der Seite ja einen Einschalter. Und ich habe auch mal die Sicherung des Wechselrichters rausgenommen, habe alles wieder reingenommen. Wechselrichter blieb aus, blieb stumm, machte keinen Mucks. Und ich habe gedacht, oh super, nach 2 Monaten ist der Wechselrichter hinüber. Und habe natürlich meinen Installateur angeschrieben. Und das war am Wochenende. Aber weil wir einen guten Installationsbetrieb haben, hat er innerhalb von 1 Stunde gleich eine Antwortmail geschickt. Und gesagt, oh, das ist nicht gut, da schicke ich gleich mal am Montag einen Techniker vorbei, da mache ich einen Termin fest. Und hat mir aber noch geschrieben, probieren Sie doch mal Folgendes aus. Und was hat er geschrieben? Er hat geschrieben, ich soll einmal den Wechselrichter ausmachen, ich soll einmal die Sicherung rausnehmen und ich soll auch noch den Netzwerkswitch stromlos machen. Und zwar den Switch, an dem unsere komplette Anlage, also Wechselrichter 1, Wechselrichter 2, Speicherwechselrichter und der Sunny Home Manager hängen. Und das Ganze ist dann verbunden mit unserer Fritzbox. Der Switch ist also wirklich nur für die Photovoltaikanlage da. Und ich denke mir so, okay, machen wir das mal. Und habe es einfach gemacht. Ich habe alles ausgeschaltet. Wechselrichter 1, Sicherung Wechselrichter 1, also der neue Wechselrichter und den Netzwerkswitch auch stromlos gemacht. Und dann schrieb er, eine Viertelstunde warten, nichts machen. Nach einer Viertelstunde den Switch wieder einschalten. Okay, Viertelstunde, Switch wieder eingeschaltet. Damit war die Kommunikation der Anlage wieder da. Der alte Wechselrichter hat wieder Daten geliefert zum Sunny Home Manager. Der hat es wieder alles ins Sunny Portal hochgeschickt. Und dann sollte ich nochmal 2 Minuten warten. Danach die Sicherung vom neuen Wechselrichter wieder reinmachen. Alles klar, 2 Minuten gewartet, Sicherung wieder rein. Und dann nochmal 2 Minuten warten und dann den Schalter am Wechselrichter wieder auf einstellen und gucken, was passiert. Und was passiert ist, das zeige ich euch hier. Ja, die Bereitschafts-LED des Wechselrichters ist wieder an. Der Wechselrichter selber ist in dem Moment noch nicht eingeschaltet. Das machen wir jetzt hier am seitlichen Schalter. Und dann, wie man sieht, fährt er wieder hoch. Die grüne LED links fängt auch wieder an zu blinken. Und das Ganze dauert dann ein bisschen, so ungefähr 2 Minuten. Man hört die Relais schalten im Wechselrichter. Und nach circa 2 Minuten ist der Wechselrichter dann wieder hochgefahren. Die grüne LED ist dann auch im Dauerbetrieb. Und genau das ist in diesem Falle hier passiert. Ich habe es jetzt mal ein bisschen zusammengeschnitten, weil ich jetzt nicht 2 Minuten über die blinkenden LEDs des Wechselrichters referieren möchte. Ja, und
Danach war die Anlage wieder an Bord. Wir können uns das hier mal ansehen. Und hier haben wir dann also den Sonntag, den 20. November, als ich die Anlage wie vom Installateur vorgegeben eingeschaltet habe. Und man sieht hier, es war gegen kurz vor 11, da fährt sie wieder hoch und produziert sofort wieder mit der alten Anlage mit. Man sieht hier beide Anlagen wieder in Betrieb und seitdem sind unsere Erträge auch wieder ein bisschen höher. Novemberwetter in letzter Zeit nicht so gut, aber ein Stück weit schon. Leider hat während der Ausfallzeit des Switches der Sunny Home Manager die Daten nicht hochgeliefert und hat sie leider auch nicht nachgeliefert. Das finde ich ein bisschen schade. Da hätte ich mir schon gedacht, dass er die wenigstens zwischenspeichert und dann hochliefert. Also so habe ich das auch noch nicht erlebt. Aber wichtiger für uns, die zweite Anlage läuft wieder. Ja, da habe ich mich natürlich gefreut wie ein Schneekönig, dass zum ersten am Sonntag die Anlage schon wieder lief, weil wir hatten recht schönes Wetter. Und zum zweiten, dass der Techniker nicht kommen musste, wir halt auch nicht bis Montag warten mussten, obwohl das natürlich schon eine gute Reaktionszeit ist, wenn man weiß, was zurzeit in der Photovoltaikwelt los ist. Und dann habe ich natürlich meinen Installateur wieder angeschrieben und gesagt, erzähl mal, woran hat es denn gelegen? Was hat denn der Netzwerkswitch bewirkt? Ich habe ja Sicherungen und Wechselrichter selber gemacht, aber Netzwerkswitch abgeschaltet. Habe ich überlegt, was kann das denn sein? Kann das so ein Wake-on-LAN-Befehl für den Wechselrichter gewesen sein? Da frage ich mich, warum macht der Sunny Home Manager das nicht automatisch, wenn er merkt, im Anlagenlogbuch war es ja vermerkt, dass der Wechselrichter nicht da war, dass er ihm dann so ein Signal schickt. Ja, leider hat mein Installateur aber einen auf geheimnisvoll gemacht. Er sagt, manche Geheimnisse müssen auch Geheimnisse bleiben. Okay, muss ich so akzeptieren. Mein Stammgrieche rückt auch nicht raus mit dem Rezept für die Metaxa-Soße, die ich sehr gerne esse. Gruß an Costa an dieser Stelle. Also muss ich wohl damit leben, aber ich finde es wichtig, wir haben ja sicherlich auch viele Zuschauer mit SMA-Anlagen zu Hause. Wenn ihr mal dieses Problem habt, dann ist das der Workaround, wie ihr vielleicht euren Wechselrichter wieder ans Laufen bekommt. Sicherung raus, Wechselrichter ausschalten am Schalter, Netzwerkswitch stromlos machen, Viertelstunde warten, Netzwerkswitch wieder unter Strom setzen, 2 Minuten warten, Sicherung vom Wechselrichter wieder rein, nochmal 2 Minuten warten, Wechselrichter wieder anmachen. Bei uns hat es funktioniert. Vielleicht ist es für euch auch gut, wenn ihr das wisst, wie es funktioniert. Und in diesem Sinne, ich freue mich, dass unsere Anlagen wieder laufen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen da und abonniert unseren Kanal. Drückt die Glocke, ihr kriegt immer mit, wenn es neue Videos gibt über unsere Photovoltaikanlage, über unsere Wärmepumpe. Das ist zurzeit das spannende Thema. Neues Auto haben wir auch, da werden wir vielleicht auch mal was machen. Und in diesem Sinne, Instagram gerne mal reinschauen, gewaltig nachhaltig, da sind wir auch vertreten. Und natürlich, wenn ihr noch keine Photovoltaik habt, Photovoltaik für Einsteiger, unser Buch im Handel, 20 Euro, der Ratgeber, wie ihr zur maßgeschneiderten Anlage für euch kommt, mit der ihr dann auch viel Spaß habt. Schaut mal rein, gutes Buch, hat viele gute Rezensionen schon bekommen. In diesem Sinne danke ich euch für die Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.